Ja, hallihallo, Hallöchen bei den Minecraft Fun Games mit Keltorio und Dem Babyboots und heute mit Fratzenkamera. mit Ja, damit ihr auch Fratzenkamera. seht, wie schön ich mich aufrege, beziehungsweise wie ich Party machen kann, wenn ich gewinne, wenn ich gewinne, wenn ich Bei gewinne. mir ist keine Fratzenkamera, ich hab sowas nicht. Was? Ich wollte ja eine kaufen, aber der Herr Nein, will ich ja brauche das nicht. nicht. Ich kann mir das schon selber kaufen. Was wollen wir heute eigentlich Richtig. machen hier bei den Fun Games? Ich würde sagen, Adventure nicht unbedingt, das ist mehr was für Singleplayer, hatten wir vorhin schon besprochen. Wollen wir mal schauen, was es Ja. so anderes gibt? Ja, machen wir das Gut, auf jeden Fall gehen wir einfach mal. mal hier nach links. Bist du noch Nach hinter links. mir? Ja, Ja, ich stehe genau. direkt hinter dir. Schauen wir einfach mal, was es hier Ja. so gibt. So, was haben wir hier? Hier haben wir Quakecraft Paintball. Wo bist du? Oder? Da, ich Ach, bin doch da. hier am Eingang. Dann gehen wir Quakecraft da mal Paintball. rein. Wenn das überhaupt schon Paintball. existiert und da stehen irgendwelche Schilder am Ende, gibt es das noch gar nicht und das kommt noch. Ja, das sieht so Use aus. Quakecraft, use Lobby Q. Was heißt hier? Coming soon, coming soon, coming soon. Aber hier steht ja davor, use Lobby Q. Und was ist hier? Paintball, use Lobby Paint. Das könnten wir mal eingeben in den Chat, Schrägstrich Lobby Paint. Probieren wir es einfach mal. Lobby So. Paint. Ach, tatsächlich, es teleportiert mich irgendwo hin. Ah, jetzt bin ich in so einer Lobby drin. Ist da Knalle mit drin? Ja, Ja, da sind wir wieder. hallo. So, null Coins haben wir hier. Null Selbstverständlich, wir haben das ja Coins. noch nie gespielt. Warum habe ich so ein Saphir hier? Ich Habe ich die weiß nicht, dieser Saphir? Ich Saphir, bin da der kannst du Held. Rechtsklick machen, da öffnest du einen Shop sozusagen, da kannst du dir Sachen kaufen. Und die Oh. kosten alle Coins, wenn du etwas gewonnen hast, zum Beispiel. Ich habe keine Ich weiß jetzt nicht, Coins. was das bringt alles. Killstrike Nuke, Super Strong Arm. Da kann man sich Haufen Sachen kaufen, aber keine Ahnung was. Also wir können ja pro Spiel Coins sammeln. Ja, und ich glaube, wir versuchen mal einen Arsch voll Coins zu sammeln. Ach, hier stehen Season 1 Paintball Winners. First Place. Status. Was ist hier? Wo bist du gerade? To join a game, just right-click assign. Ah, da bist du. Genau, da müssen wir uns irgendein Ja. Spiel raussuchen. Dann nehmen wir doch gleich mal das erste hier, Das oder? D-Day. Was? Wo? Was? Das Ja, erste genau, ist D-Day. D-Day. Okay, machen wir Genau. mal Rechtsklick drauf. Da bin ich drin. Ich stecke in dir drin. Ich Ich stecke in dir drin. auch, ich auch. You are now in the waiting room. If you want to leave, just type Lobby. Aha. Autsch, mein Arm tut weh. Okay. Mein Arm tut weh. Seht ihr das hier? Da seht ihr das? Ich sehe Ja, nix. ich habe mich gestern in mein Bett gelegt und die Luna hatte mal Hundekuchen. Und ich natürlich volle Karacho ins Bett reingeschmissen und Quatsch. Und hier voll die fette Schramme vom Hundekuchen. Ja, da hat der Hundekuchen einfach mal schnell eine kleine Fleischbeilage gehabt. Richtig. Schau mal Tja. hinter dir, was der für einen Skin hat. Oder jetzt vor dir. Ein Schokoriegel, da kannst du reinbeißen. Ja, gib. Ich will dich essen. Ich will dich essen. Nein. Ich will dich essen. Warm. Nom, nom, ich bin auf Diät. Ich darf dich nicht essen. Ich will dich essen. Genau, wir haben jetzt angefangen, gesund zu kochen. Beziehungsweise du kochst und Ich ich esse. koche, du isst. Ja, du isst Nicht aber auch. du schreibst, ich antworte, sondern du Nein. kochst, ich esse. Richtig. Ja, was machen wir 28 von jetzt? 32 Spielern. Es wird wohl da Okay. jeden Moment losgehen, nehme ich an, wenn Was es musst du voll denn ist. hier überhaupt machen? Ich weiß es nicht. Paintball spielen, wahrscheinlich wieder mit Rechtsklick irgendwie was schießen. Und dann, ja, gucken. Und dann machen wir mal Lucky Lucky hier. Oh, da steht's. Oh, jetzt geht's schon los. Jetzt haben wir Schneebälle zum Schießen. Ach, ich bin Team Blau, wie ich sehe. Was bist du? Ich bin auch blau. Ja, du stehst doch vor mir. Ah, Muha. okay. Warum hast du einen blinden Wollblock auf dem Kopf? Keine Ahnung, haben wir hier? Das sollen Masken sein wahrscheinlich. Jetzt müssen wir hier. Oh, guck mal, da fliegen schon die Schneebälle. Aua! Ich wurde schon abgeschossen. Hey, ich auch. Einfach die Schneebälle in die Wildnis schießen. Hey, ich bin schon wieder draußen. Alter! Boah, schon wieder abgekillt. Das gibt's doch nicht. Ha! Komm schon, das gibt's doch nicht. Also Mann, das ist wenn ich lustig. Rechtsklick mache, dann
Du kannst auch einfach Rechtsklick gedrückt halten, das geht auch. Dann schießt du wie ein Maschinengewehr. Wow! Sag mal, was geht denn mit den Leuten ab hier? Die schießen ja wie die Teufel wie komm raus. Wie die Verrückten. Wie die verrückten Viecher. Hat er mich schon wieder der Schneeball abgeschmissen? Der Schneeball. Wow, wir sind im gleichen Team. Oh, ach, schon wieder abgeknallt worden, das gibt's ja nicht. Ah, oh, scheiße. Ach, Mann. Komm schon, komm schon. Das ist eine Schlacht hier. Wow, schon wieder gekillt. Mann, die stecken immer alle in mir drin. Wow. Also irgendwas ist hier komisch. Ja, das ist gewöhnungsbedürftig hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich find's irgendwie merkwürdig. Wow, schon wieder abgeknallt worden. Nicht nur du. Und wir haben gerade nicht sehr viele Schuss... Direkt vorne dran. Schussbälle hier. Wieso treffen denn die immer und wir nicht? Keine Ahnung. Muss man irgendwie die Leute speziell abschießen oder was? Ja, du musst halt die Leute vom roten Team abschießen. Aber... Ja, aber... Ey, warum lande ich denn jedes Mal in der Lobby? Es ist ein bisschen... Wow, da hat jemand magische Schneebälle. Wow. Ey, schon bin ich wieder drin, obwohl ich noch nicht mal geschossen habe. Was war denn das? Wow, oh, ich bin schon... Ich brenne. Ich habe gerade gebrannt, verdammt. Wow. Wow, die haben hier ganz schön explosive Munition. Ey, wieso habe ich gar keine Munition mehr? Ich auch. Keltorio died. Ich bin immer wieder in der Lobby. Nein. Kann man irgendwie Munition bekommen oder was? Oh, was ist denn jetzt los? Ist das Spiel schon vorbei? Scheint so. Shots fired, 173 Coins, 15 Kills, 3. Ich habe Kills 5, Coins 25. Ach, das war's wohl schon. Ja, so langweilig. Nochmal. So, was haben wir denn hier noch? Genau. Wir können ja auch noch andere Maps und sowas aus. Ach, jetzt ist eine andere Map an Position 1, Victorian. Die können wir ja gleich. Ja, dann gehen wir doch da nochmal drauf. Puff. Ey, du steckst immer mit drin. So, immer in die drin. Rein, Alter. Die Lobby sieht schon mal gleich aus. In der Zeit kann ich mal die Playlist wechseln. So. Was mich wundert, ich habe gerade wie bekloppt, man schießt wie bekloppt Schneebälle, aber man sieht nicht genau, wann jetzt wer tot ist. Oder ich weiß gar nicht, wie viel Mal muss man jemanden treffen, bis er tot ist oder sonst was. Gute Frage, nächste Frage. Es ist natürlich auch die Frage auf dem Hypixel-Server hier, wenn man sich ausloggt, behält man die Coins oder verschwinden die dann? Ich glaube, das müssten wir dann mal zum Beispiel ausprobieren, wenn wir dieses Magier-Wizard-Ding wieder spielen. Wenn wir da noch Coins haben, dann behält man sie. Okay. Aber ich glaube, die behält man schon, weil man kann sich ja auch Coins kaufen und die können dann auch nicht einfach verschwinden. Ja, vielleicht gilt es ja als VIP. Was? Wenn du VIP bist, dass du dann die Coins behältst. Nee, ich glaube, die behält man grundsätzlich immer. Man kann sich Sachen so sammeln. Weil guck mal, wenn du für manche Items brauchst du ja mehrere tausend Coins. Die kannst du ja nicht in einem Tag sammeln oder so. Guck mal, wie die Map hier heißt. Victorian? Ja, und guck mal, was drunter steht. Bei Mithrintia schon wieder und Hypixel. Heieiei. Das ist also ein Spieler anscheinend. Mithrintia. Keine Ahnung. Ey, hallo. Den mal einladen auf Mithrintia. Bloß blöd, dass sie wahrscheinlich Englisch reden. Kann ich nicht ganz so gut mitquatschen. 13 von 28. Ey, warum stellen die sich alle vor mich? Chatplaner, alle. Ey, was klatscht du mich, Alter? Ich mach deinen Kopf kaputt. Ich mach dich kaputt. Ich bin jetzt gespannt mal. Es war halt das erste Mal Paintball. Ich bin froh, dass ich überhaupt einen Kill hingekriegt habe. In dem Fall 5 Kills. Ja, mich wundert's auch, dass ich überhaupt jemanden getroffen habe. Ich bin ja eigentlich nur die ganze Zeit immer in der Lobby gelandet. Ja, ständig getötet worden. Ja, und wie ich das sehe, hat man auch gar nicht so viele Schneebälle, weil am Schluss hatte ich gar keine Schneebälle mehr. Es kann aber auch sein, dass... Ja, ich glaube, das ist, weil wir verloren haben. Ja, wahrscheinlich war das schon das Spiel zu Ende und dann hat man keine Schneebälle mehr bekommen. Das stimmt. Und ich weiß gar nicht grundsätzlich, was da die beste Taktik ist. Einfach rechte Maustaste gedrückt halten und feuern wie so ein Specht oder reicht ein Schneeball zum Kill? Gute Frage. Was ich natürlich jetzt die Abonnenten mal fragen möchte, weil ich hier die ganzen Skins sehe, ich möchte meinen Skin etwas abändern. Kennt ihr da ein gutes Programm, wo man das machen kann? Skinmaker bestimmt im Internet, diesen Malding. Nehme ich mal an, dass sie das jetzt nennen werden. Gute Frage, weil es würde mich echt mal interessieren.
Vielleicht kann ja auch jemand richtig super gut Skins malen. Vielleicht kann ja jemand deinen Skin individualisieren. Das wäre noch besser. Der das richtig gut kann. Ich meine, wir selbst könnten da auch ein bisschen rummalen, aber... Oh, in 3 Sekunden geht's los. Oh, was? Team Rot sind wir jetzt. Schon wieder zusammen? Ich wollte das Babyboot abknallen. Ich wollte blau. Ich will in das Team blau. Blau. Nur weil du mich killen willst. Nee, das andere scheint Team Gelb zu sein. Oder Team Gelb. Da bin ich schon wieder verreckt. Ich glaube es hat. Ich bin auch gerade wieder verreckt. Wow. Oh, ich habe aber schon einen Kill gelandet. Das ist gut. Woran siehst du das? Rechts. Ach, null. Okay. Mann, die stecken immer alle in mir drin. Haut halt ab. Rechts siehst du, wie viele Kills du schon gelandet hast? Ja, aber ich schmeiße immer Schneebälle und da passiert nichts. Ja, das, ich weiß nicht. Das zählt wahrscheinlich schon als Kill. Aber du siehst nicht viel. Oh, ich sollte vielleicht linke Maustaste drücken. Wahrscheinlich, weil das alles ein Mod ist. Ja, kein Wunder. Ich drücke auch immer die rechte Maustaste hier. Wow. Kriege ich denn hier neue Schneebälle eigentlich auch, wenn hier was vorbei ist? Ich glaube, jedes Mal, wenn du in der Lobby landest, bekommst du neue Schneebälle. Ja, toll. Warum? Wow, zack, 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 komm schon, buff, 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 batsch. Ja, 2 Kills. Wieder einen voll weggeummelt. Oh, ich habe nur noch 10 Schneebälle, ist ja super klasse. Ach, schade. Jetzt habe ich wieder neue Schneebälle, das ist gut. Ich habe noch keinen einzigen Kill hier. Die müssten aber automatisch nachladen, finde ich. Das wäre noch geiler. Ich habe 2 Kills gerade mal. Oh, ach, der kam jetzt schnell aus der Ecke rausgeschossen. Da hatte ich ja nicht viel Chancen. Und immer rennen ist die Devise. Am besten links, rechts, links, rechts, links, rechts. Irgendwie ein bisschen ausweichen versuchen. Was nicht immer gelingt. Hey, obwohl mich niemand trifft. Lande ich konstant irgendwie in der Lobby. Lobby. Haha, ich habe wieder einen gekillt. Nicht. Oh, ich habe auch einen gekillt. Yay! Ha, und wieder einen gekillt. Jetzt wird der Kelly zum Killer. Oh ja. Killer-Kelle. Killer-Kelle. Killer. Ey, wieso hat das gerade Miuk gemacht? Und wieder einen gekillt. Weiß ich nicht. Schon wieder drin, das gibt's doch nicht. Alter, das geht doch so nicht hier. Wow, wieso steht denn hier TNT eigentlich überall? Wow. Keine Ahnung. Ach so, die versuchen wohl unsere Basis zu sprengen mit TNT oder was? Sind die bekloppt? Die haben eine Marker. Sind noch eine ganze Spions. So, da hinten verstecken sich welche. Zack, 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 zack. Komm schon, komm schon. Das hat gerade schon wieder Mio gemacht. Hat mich jetzt wieder eliminiert. Warum macht das immer Mio? Mann, den muss man doch erwischen, den Vogel da. Den Horst Balthasar, komm schon. Die stehen hier in der Basis schon drin bei uns und eliminieren uns hier. Wieso sind wir immer in dem Team drin, was verliert irgendwie? Das muss doch an uns liegen. Keine Ahnung. Was geht jetzt schon wieder ab? Scheiße. -4, -6, was? Red? Oh, wir haben wahrscheinlich schon verloren. Ja. Ah. Oh Mann, das war's schon wieder. Wieder abgelost. Naja, das ist doch nicht schlimm. 447 Shots habe ich schon ausgeteilt. Ich 378. Und was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Was gibt's denn hier noch? Das scheint Paintball zu sein. Join a game. Was ist hier? Das ist auch alles. Victorian. Man kann natürlich noch eine andere Map. Herobrine. Gehen wir mal auf Herobrine. Wo bist denn du? Hier. Wo? Play ach, da bist du. Party. Da bist du, okay. Auf Herobrine, ja. Okay, ich auch. Ah, da bist du wieder mit drin. Ja, warum gehst du in mich rein? Alter, hab ich gesagt, du sollst in mich rein. Gehst du in mich rein? Nein, du gehst in mich rein. Du gehst in mich rein. Da klatsch ich. Gott, komm her. Da bin ich jetzt gespannt. Fight. Ich will dich hauen. Ja, am besten ist es natürlich für solche Paintball-Spieler, die Map schon kennen und zum Beispiel auch jedes Versteck kennen. Hm. Die dann irgendwo aus der Ecke rausschießen. Das ist natürlich... Wir sind einfach keine geborenen Paintball-Spieler. Naja, wir spielen es auch das erste Mal.
da ein paar Kills zu landen, ist schon ganz passabel. Es ist halt auch blöd, wenn es dann anfängt gleich zu lecken, weil gerade bei solchen Reaktionsspielen kommt es auf jede Millisekunde an. Und wenn es dann ein bisschen ins Init hängt, ist schon vorüber. Mhm. Zumal auch meine Maus ab und zu gehangen hat. Ich muss mir echt langsam mal so eine kabelgebundene Maus holen. Ist auch eine gute Frage an die Zuschauer. Was habt ihr eigentlich so für Mäuse? Beziehungsweise mit was für Mäusen habt ihr so gute Erfahrungen gemacht? Also wir wollen jetzt natürlich nicht wissen, wie viele Mäuse ihr im Geldbeutel habt, sondern was ihr für die Spielmäuse habt. Gamer-Mäuse am besten, ja. Der verfolgt mich. Also die von Logitech sollen ja gut sein. Der will sich in mich reindrücken. Nein, ich will jetzt keinen. Oh, hier ist ein Papa Schlumpf. In der Ecke ist ein Papa Schlumpf. Hallo, Papa Schlumpf. Der macht mich an hier die ganze Zeit. Ein Bowser ist hier. Was es hier alles gibt wieder. Kann man sich. Oh, in 4 Sekunden geht's los. Achtung, Achtung, Achtung. Oh. Oi, 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 oi. Team Aqua bin ich jetzt. Ich bin Team Rot. Wow. Jetzt kommt es drauf an. Ein Team von uns gewinnt schon mal. Das heißt, der andere bekommt mehr Punkte wie der eine wahrscheinlich. Ja, weil du hast mehr Punkte als ich. Ha, ich habe schon 2 gekillt. Was? 2? 2 hintereinander habe ich schon gekillt hier. Hm. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Oh, wieder einen gekillt aus der Entfernung. Geile Scheiße. Mano! Ach Mann, ich bin gerade so weit gekommen. Ich bin gerade richtig weit gekommen und bin gefrackt worden sozusagen. Gefrackt? What? Ja, you were fracked by Luisa, irgendwas. Aha, du wurdest von einem Mädchen getötet. Ah, du wurdest von einem Mädchen getötet. Das ist bestimmt nur imaginär.